Energiekonzern SAK bietet neu Telefon-, Internet- und Fernsehabos an. Also das Angebot, das es bisher von der UPC Cablecom, von der Swisscom oder von örtlichen Kabelnetzbetreibern gegeben hat. Von der Konkurrenz will sich die SAK abheben, indem er den Kunden kein fixe Paket aufzwingt, sondern dass sich jeder seine Leistungen individuell zusammenstellen kann. Man kann beispielsweise sehr tiefe Internetgeschwindigkeit nehmen und damit dem besten Fernsehangebot kombinieren. Und vielleicht auch das Telefon dann sagen, brauche ich nicht mehr, ich habe ein Handy. Dann kann man sich so seine Pakete frei zusammen kombinieren. Dank dem Netzausbau bis zur berühmten letzten Meile, also am Glasfaseranschluss bis direkt in die Wohnung, kann der Kunde von der höchsten Qualität profitieren. Datenübermittlung im Internet praktisch mit Lichtgeschwindigkeit und digitales Telefonieren mit ISDN-Qualität. Der grösste Stolz ist aber das Fernsehangebot. Wir sind der Meinung, die wenigsten Leute, die 300 Sender haben, sind schon mal über den Sender 100 ausgezappt. Und darum haben wir mit den 140, die wir jetzt bei uns im Angebot haben, 140 plus, sind wir der Meinung, haben wir ein gutes Angebot geschnürt. Wenn man halt nur 30 Sender braucht, kann man die 30 Sender so sortieren, wenn man es will. Die einblenden und man kann die nutzen. Ein Kritikpunkt, den man bei der Konkurrenz immer wieder hört, ist der mangelhafte Kundenservice. Bei der SAK ist das kein Thema. Der Service bei der SAK, das ist auch ein Punkt, den wir sehr genau angeschaut haben. Die Kunden wünschen eine Erreichbarkeit bis zu Abend um 10 Uhr. Wir haben eine Telefonnummer, die man anrufen kann, die auch jemand abnimmt von der SAK. Uns ist es wichtig, dass wir näher beim Kunden sind, dass wir auch laufend unsere Produkte verbessern können und die Bedürfnisse anpassen, weil nur so kann man eine nachhaltige Kundenbeziehung aufbauen und erfolgreich sein. Da sind wir überzeugt davon. Ob die UPC Cablecom oder Swisscom einfach so kampfloses Stück vom Ostschweizer Kuchen der SAK überlässt, wird sich zeigen. Vielleicht passen auch die Grossen ihr Angebot und ihre Preise an. Profitieren könnten dann am Schluss die Endnutzer. Für die schnelle Datenverbindung braucht es natürlich Glasfasern. Und die bezieht SAK vom Kabelfabrikant Dettwiler im Kanton Uri. Glasfasern selber werden in den USA hergestellt, in die Schweiz importiert und dann hier zu Kabel verarbeitet. Das Know-how macht die Qualität des Endprodukts aus. Was man muss beachten muss, ist, dass Glasfaser selber eigentlich nicht Qualität ausmacht. Das braucht neben guter Glasfaser braucht ein gutes Kabel drum. Und erst das Endprodukt, also wenn die Glasfaser richtig verpackt worden ist, dann kann man sagen, hat es eine gute Übertragungsleistung oder keine gute Übertragungsleistung. Der Vorteil der Glasfasern ist die praktisch verlustfreie Datenübermittlung über lange Distanzen. Das geht aber nur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Man kann auch sagen, dass es sehr einfach ist, einmal 100 Meter gutes Kabel zu produzieren. Die grosse Schwierigkeit ist, hunderte von Kilometern kontinuierlich hohe Qualität zu liefern. Und das zeichnet uns auch im Speziellen aus. Die Verarbeitung der rohen Glasfasern zum gebündelten Datenkabel ist ein aufwendiger Prozess. Jeder einzelne Arbeitsschritt wird mit absoluter Präzision durchgeführt. Wir bekommen die Rohfasern abgeliefert von unseren Lieferanten. Und dort tun wir die Rohfasern einfärben nach einem vorgegebenen Farbcode. Der Farbcode dient dazu, damit die einzelnen Fasern innerhalb des Bündels nachher auseinanderhalten kann, sodass ich auf jeder Seite vom Kabel weiss, welches ist Faser Nummer 1, respektive Faser Nummer 2 und so weiter. Nach dem Prozess werden die einzelnen Fasern in sogenannte Bündelladern miteinander verbunden. Dort haben wir Möglichkeiten, zwischen 2 und 24 Fasern im gleichen Bündel miteinander zu verbinden und so nachher bereit machen für den nächsten Arbeitsschritt, wo wir auf der Verseilanlage können bis zu 24 Bündel miteinander verseilen und so das grösstmögliche Kabel von 576 Fasern herzustellen. Ganz zum Schluss werden die Bündel, respektive die verseilte Ader, noch gemantelt und dort gibt es je nachdem einen Nagetierschutz aus Glasgarn oder Kevlarmaterial für das fertige Kabel. Ganz am Ende überprüfen wir das ganze Kabel, überprüfen, ob sämtliche Anforderungen erfüllt sind. Das heisst, wir untersuchen jede Faser zu 100% auf Dämpfung hin. Also die Qualität wird schon während dem Produktionsprozess ständig überprüft. Also jeden Arbeitsschritt wird überprüft. Da gibt es sogenannte Inline-Measurements. Also während der Produktion wird gemessen, ob zum Beispiel irgendein Rohr zentrisch ist oder ob irgendwelche Durchschläge passieren, elektrische, oder ob die Dämpfungswerte richtig sind. Und auch am Schluss gibt es einen Endtest. Also jede Kabelrolle mit dem Kabeldruck wird gemessen auf verschiedene Parameter, auf verschiedene Wellenlängen, ob das so sich verhält, wie die Spezifikation erfordert. Die Firma Dettwiler setzt bewusst auf den Produktionsstandort Schweiz.
Nur so können die höheren Qualitätsansprüche auch umgesetzt werden. Das macht uns Schweizer aus, oder? Dass wir eben ein bisschen qualitativ besser arbeiten, dass wir sehr konzentriert arbeiten, dass wir auch eine gewisse Methodik haben im Vorgehen und dass halt Qualität grundsätzlich bei uns ein bisschen im Vordergrund steht. Wir müssen auch in der Schweiz Produkte produzieren, die im Hightech-Bereich anzusiedeln sind. Nur wenn wir in der Schweiz produzieren, können wir auch langfristig innovativ sein. Das Glasfasernetz ersetzt Nord ins Nord die herkömmliche Datenübermittlung mit Kupferkabel. Mit Glasfasern kann man Daten weiter, schneller und mit einer besseren Qualität übermitteln als früher. Die Modernisierung der Datenautobahn passiert nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Wie zum Beispiel die Steinach, wo als eine der ersten Gemeinden in der Region ein modernes Netz überkommt. Trotz Investitionen von rund 2 Millionen Franken hat es laut dem Gemeindepräsident Roland Brändli nicht viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Bei den einen war der Druck da, weil sie schwache Signale haben in ihren Häusern. Und die Akzeptanz von Glas, von dieser Infrastruktur, ist glaube ich schweizweit sehr hoch. Und da hat man auch gesehen, also unsere Bürger, der ist mit null Gegenstimmen, ist auch der Bürgerversammlung gut geheissen worden, der Kredit. Das Netz baut SAK in Zusammenarbeit mit dem Steinacher Elektrizitätswerk. Den Zuschlag hat das Projekt nicht zuletzt bekommen, weil die SAK im Gegensatz zur Konkurrenz ein gesamtheitliches Konzept vorgestellt hat. Der Vorteil vom SAK-Net, und das war einer der wichtigen Kriterien, ist, dass sie eben die ganze Gemeinde schliessen. Also wir haben Weiler, die eben draussen sind, wo dann niemand sagt, die gehen wir jetzt noch schliessen, weil sie einfach zu weit draussen sind. Oder? Und für die SAK war klar, oder? Sie erschliessen alle, sie sind sich auch gewohnt, weitläufige Gebiete haben. Gerade in den letzten 20 Jahren hat sich die Steinach immer mehr Industrie angesiedelt. Für Firmen kann ein schnelles, zukunftsorientiertes Glasfasernetz ein Anreiz sein. Gerade für die Gewerbebetreibenden, die da sind, die auch immer mehr über das Netz abwickeln, ist das, glaube ich, schon einfach ein Standortfaktor, wo jetzt nicht jemand bewegt, zum herzuziehen, aber wo man also merkt, wenn ich das habe, das ist jetzt einfach super. Die Erschliessung vom Land ist aber auch eine Chance für Kleinfirmen und Einzelunternehmen. Zum Beispiel für den Alex Koster von Degersheim, der dank dem neuen Glasfasernetz bequem von der Hause aus arbeiten kann. Ich arbeite in der IT, weil ich in einem spezialisierten Bereich, wo ich mich nur um Speicher kümmere. Ich brauche einen guten Computer. Und als zweites brauche ich einen guten Internetanschluss. Und mir hat es jetzt den Vorteil gebracht, dass ich hier, wo ich wohne, ich konnte in einem geeigneten Raum ein kleines Serverräumchen einrichten, habe dort meine Serverfarm gemacht. Und dadurch, dass ich jetzt eine schnelle Internetanbindung habe, kann ich von überall von der Welt kann ich dort darauf zugreifen und ich kann ganz normal arbeiten. Ich habe gute Performance und muss nicht nach einem Klick einen Kaffee holen und warten, bis er fertig ist. Berührungsängste vor der neuen Technologie muss niemand haben. Von der Umrüstung merkt der Endkunde meistens nicht einmal etwas, bis er dann von einem Tag auf den anderen viel schnellere Internet hat. Der Rohr, wo die Stromleitung drin ist, durch das gleiche Rohr wird die Glasfaser verlegt, weil das ist ganz, ganz ein dünnes Kabel. Im ersten Moment bin ich verschrocken, als ich das gesehen habe, das so klein. Und es wird im Garten wird nicht gegraben. Also, da passiert eigentlich nichts, wo man als Bewohner sieht. Mit dem Glasfasernetz kommt nicht nur das schnelle Internet, sondern auch das Telefonieren in besserer Qualität und Nutzung von einem modernen, interaktiven Fernsehangebot. Dörfer wie Degersheim oder Steinach zeigen den Weg in die Zukunft. Der Steinacher Gemeindepräsident ist überzeugt, dass die anderen Gemeinden früher oder später mitziehen müssen. Es ist sicher klar, dass in 10, 20 Jahren ist das kein Thema mehr. Ein Glas ist, ich denke, für eine Gemeinde, die eine gute Infrastruktur haben will, in Zukunft das absolut muss.